So, Herr Stegmann, guten Tag. Meine Frage wäre, es gab ja vor ein paar Tagen dieses Eklat, dass sich Paare ja treffen können. Es wurde aber nicht umgesetzt von der Bundespolizei. Wie sieht die momentane Lage aus, beziehungsweise wie kam es zu diesem Fall? Ja, es ist nach wie vor eine sehr unbefriedigende Situation, denn wie ich finde, haben die österreichischen Partner in Vorarlberg das wunderbar gelöst und ermöglichen jetzt dem Lebenspartner aus Deutschland die Einreise nach Vorarlberg für eine gewisse Zeit und anschließend kann er auch wieder ausreisen zurück nach Deutschland und damit ist, glaube ich, eine gute Lösung gefunden worden. Das deutsche Recht sieht eigentlich umgekehrt die gleiche Regelung vor und das ist letzte Woche so verabschiedet worden vom sogenannten Corona-Kabinett, also das ist ein Kabinettsausschuss der Bundesregierung in Berlin. Und die haben gemeinsam mit den Bundesländern Maßnahmen beschlossen, unter welchen man nach Deutschland einreisen darf, unter Verzicht auf eine häusliche Quarantäne und haben eine Verordnung dazu erlassen, eine sogenannte Einreise-Quarantäne-Verordnung. Und die sieht vor, dass man dann einen triftigen Reisegrund zur Einreise nach Deutschland hat, wenn beispielsweise besondere soziale Aspekte vorliegen, zum Beispiel ein geteiltes Sorgerecht oder aber, und das steht so wörtlich drin, auch der Besuch des nicht unter dem gleichen Dach wohnenden Lebenspartners. Und leider wird diese Regelung momentan von der Bundespolizei an der Grenze bei uns in Deutschland noch nicht so umgesetzt, wie es dem Wortlaut des Gesetzes entspricht. Und ich habe mich aus diesem Grund gestern an unseren Bundesinnenminister, an Horst Seehofer, gewandt und ihn gebeten, dass er hier für einen einheitlichen Vollzug an der Grenze sorgen möge. Denn ich glaube, wir sind hier eine gemeinsame Region, das Vorarlberg genauso wie die Region Westallgäu und der Raum um Lindau. Und da sollten wir jetzt nicht zusätzliche Grenzen und Hürden aufbauen, sondern den Menschen das Zusammenleben, so wie sie es bisher gewohnt waren, auch möglichst einfach gestalten. Und deswegen die dringende Bitte, dass man hier jetzt einheitliche Regelungen herbeiführt. Also zum Verständnis, ich darf meine Partner, also wenn ich wohnhaft in Österreich bin, österreichischer Staatsbürger, ist es mir nicht erlaubt, meine Partnerin, die in wohnhaft in Deutschland mit deutscher Staatsbürgerin zu treffen. Umgekehrt wäre es aber möglich. Genauso ist es und das ist ja kein befriedigender Zustand. Deswegen meine ich, sollte hier gleiches Recht für alle und auf beiden Seiten gelten und daher die dringende Bitte an den Bundesinnenminister, hier für entsprechende Vorkehrungen zu sorgen. Das Gesetz gibt es im Übrigen her, also die Gesetzeslage, ich habe es ja eben gerade zitiert, sieht es ausdrücklich vor, dass dies ein triftiger Reisegrund für die Einreise nach Deutschland ist. Es muss eben nur entsprechend auch von der Bundespolizei so an der Landesgrenze umgesetzt werden. In Ordnung. Und jetzt auch noch, weil das viele gefragt haben, wenn meine Partnerin mich aus dem Ausland, sagen, nehmen wir mal an, jetzt aus Deutschland besucht und mit mir jetzt, sagen wir mal, 24 Stunden unterwegs ist, müsste sie dann 2 Wochen in Quarantäne in Österreich bleiben oder ist ihr die Einreise nach Deutschland möglich? Nach Deutschland, also wenn es um eine deutsche Staatsangehörige geht, kann die jederzeit wieder nach Deutschland einreisen. Und wenn sie sich weniger als 48 Stunden in Österreich aufgehalten hat, gibt es auch keine Quarantäneanordnung. Und in Zukunft eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Da müsste man noch abwarten. Ja, und das hängt aber auch damit zusammen, dass generell diese Grenzkontrollen befristet waren und heute tagen in Deutschland alle Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundesregierung, denn jetzt muss auch entschieden werden, wie es denn mit diesen Grenzkontrollen generell weitergeht. Dazu kommt ja noch, dass es hier an der Grenze zu Österreich auch eine spezielle Regelung ist. Es gibt ja weitere Grenzen in Deutschland zu anderen Ländern innerhalb der Europäischen Union. Dort finden momentan gar keine Grenzkontrollen statt. Also beispielsweise in Nordrhein-Westfalen gibt es keine Grenzkontrollen zu Belgien oder zu den Niederlanden. Und wiederum gibt es andere Grenzen, die werden sehr stark kontrolliert. Und ich meine, das kann nicht sein, dass in einem vereinten Europa ein einzelnes Land wie Deutschland jetzt an jeder Grenze anders agiert, sondern das sollte es ein abgestimmtes Vorgehen geben mit den Nachbarn. Und jetzt gerade bei uns in der Bodenseeregion, wo sicherlich das Vorkommen von Corona in Vorarlberg nicht anders zu beurteilen ist als bei uns im Westallgäu, meine ich, sollte man zu einer gemeinsamen, einheitlichen Lösung kommen. Vielen Dank, Herr Stegmann. Sehr gerne.